Am Anfang der Menschheitsgeschichte steht die Arbeit. Körperlich schwere Arbeit. Zur Erleichterung erfand der Mensch Maschinen. Der Anfang der Automatisierung war gemacht. Dann wuchs die Weltbevölkerung rasant und damit stieg auch der Bedarf an qualitativ hochwertigen Gütern. Man muss das in den Gesamtprozess sehen, dass ja eigentlich mit der Amerikanisierung der Produktionstechnik die Massenfertigung aufkam. Und über den Taylorismus und Fordismus war dann die Idee, in Reihe, im Fließband, die Arbeiten so zu organisieren, dass eine hohe Produktivität erreicht wird und auch eine hohe Qualität, dadurch, dass man arbeitsteilig vorgeht. Anfänglich nahm in der Massenproduktion wie der Automobilindustrie die manuelle Arbeit noch einen großen Raum ein. In der Folgezeit ersetzte die Industrie aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr Arbeitsplätze durch Roboter. Die technische Entwicklung der Roboter musste dafür permanent verbessert werden. Der größte Sprung war, als wir den ersten elektronischen Roboter entwickelt hatten, im Jahre 1974. Von pneumatischen und hydraulischen Robotern zu elektrisch angetriebenen. Es ist auch ein erstes Mal ein Mikroprozessor benutzt worden. Das war ein großer Schritt in der Roboterentwicklung. Also die Zahlen verstehende Maschine. Die Problematik war nun die, dass die Maschine nicht mehr bedient wurde, sondern programmiert wurde. Die Programmierungsmöglichkeiten erlaubten in der Folgezeit genau das, was man sich als Ziel gesetzt hatte, nämlich die komplexe Montage innerhalb der Autofertigung, auch in Deutschland. Das fing vor 35 Jahren etwa in Deutschland an, in Sindelfingen und bei Daimler. Die sogenannte Seitenwandstraße, das waren 12 amerikanische Roboter, die Seitenwände der S-Klasse damals geschweißt haben. Mit der zunehmenden Entwicklung im Bereich der Chip-Erstellung bekamen die Maschinen mehr Intelligenz und konnten kompliziertere Aufgaben lösen. Ein erster großer Sprung weg vom Fließband war erreicht. Diese Form der Automatisierung ist eine spezifisch amerikanische, die dann auch Detroit Automation genannt wurde. Damit wurde die Rechnertechnik integriert, wurde feiner, kleiner, die großen Schränke fielen weg und die Maschine konnte sich selbst regulieren. Aber sie war immer noch vom Programm abhängig. Mit dieser Entwicklungsstufe hatte die Automatisierung ein Niveau erreicht, das gegenüber vorherigen Techniken erhebliche Vorteile mit sich brachte. Sie konnte nun aber über Sensoren sich auch verbessern in der Qualität, sich selbst prüfen und messen. Diese Form hatte insofern eine große Veränderung, als sie schneller umstellbar war. Sie konnten von heute auf morgen oder von einer Stunde zur anderen andere Teile produzieren. Damit war die Lagerhaltung nach unten geführt. Sie brauchten nicht so Vorräte über Monate zu speichern, sondern sie konnten sich nach dem Bedarf in der Produktion darauf einstellen. Mit der neuen Rechnergeneration war nun die Individualisierung im Arbeitsprozess Wirklichkeit geworden. Parallel dazu hatte sich kontinuierlich die Bedienung der Maschinen vereinfacht. Früher hat die Programmierung 3 Wochen gedauert. Heute dauert sie 3 Stunden. Eine wichtige Phase in der Geschichte der Automatisierung? Arbeitsteilig beschäftigte Menschen wurden durch individuell agierende Roboter ersetzt. Eine Verknüpfung, ein Austausch von Informationen, ein Miteinanderarbeiten der Roboter war jedoch noch nicht möglich. Mit diesem Ziele begann die nächste Phase der Automatisierung. Hinzu kam, dass diese Maschinen erstmal auf Systeme, Bearbeitungssysteme konzentriert, sich vernetzten. Aus der numerisch gesteuerten Maschine kam die numerisch gesteuerte Fabrik. Dann kam so etwas auf wie Computer-Aided Design und Computer-Aided Manufacturing. Das wurde integriert zu ZIM und wir hatten die integrierte Fabrik. Aus der integrierten Fabrik, und das war die dritte große Phase, entstand nun das Netzwerk, das sich auch mit der Logistik verband. Das heißt, wir konnten jetzt an beliebiger Stelle in unserem Land
oder auch dort, wo die Abnehmer waren, also unmittelbar zum Beispiel vor den Montagewerken der Automobilindustrie, siedelten sich die Zulieferer an und sie konnten nun die Vernetzung so weit treiben, dass sie Just-in-Time liefern konnten. Das ist weltweit vollzogen heute. Die Produktion ist zum Markt gegangen und die Flexibilität der Produktion ist mitgegangen. Das heißt, Sie können in China, in Südamerika, in Afrika, Amerika genauso mechanisch automatisiert produzieren wie hier. Wir haben bis zum heutigen Tag weltweit 125.000 Roboter installiert. Wir operieren in allen Industrieländern. Deutschland ist weltweit, im weltweiten Vergleich, das drittgrößte Land, was die Roboter-Einsatzzahlen anbelangt, nur übertroffen von den USA und Japan. Also man muss ganz klar sagen, insbesondere einfache Arbeitsgänge, Sie haben diese manuellen Arbeitsplätze angesprochen, die wenig Qualifikation erfordern, die werden zunehmend von Robotern ersetzt. Das ist ein großes Problem. Der Mensch hat also mit der Automatisierung ein Stück seines Traumes erreicht. Die Arbeitsprozesse sind leichter und effizienter geworden. Doch gleichzeitig werden mit zunehmender Entwicklung der Automatisierung immer weniger Menschen für die Produktion benötigt. Mitte der 80er Jahre ist die Arbeitszeit seit dem ganzen Jahrhundert hindurch gesunken, bis zur 35-Stunden-Woche, das war Mitte der 80er Jahre der Tiefpunkt. Und jetzt geht die Entwicklung wieder in die andere Richtung, die Arbeitszeit steigt. Obwohl die notwendige Arbeit, die Automatisierung weitergeht, die Reduktion von Arbeit weitergeht, trotzdem steigt sie im Augenblick. Das ist ein bisschen die Paradoxie, vor der wir uns befinden und die eigentlich absurde Entwicklung. Die Menschen müssen mehr arbeiten. Obwohl die Möglichkeiten der Reduzierung immer größer werden. Und es gibt immer mehr Menschen, die halt überflüssig werden und außerhalb der Arbeit sich als Arbeitslose wiederfinden. Wir haben in Deutschland gegenwärtig ein konjunkturelles Problem. Wir haben in sehr großem Maße Automatisierungs- und Rationalisierungsprozesse, die dazu führen, dass Unternehmen sehr, sehr gute Gewinne schreiben. Und auf der anderen Seite Beschäftigung abbauen. Das wird dann zum Problem. The unemployment question is not just an issue for Germany or for Europe. Die Frage der Arbeitslosigkeit bezieht sich nicht nur auf Deutschland und Europa. Sie betrifft die ganze Welt. Meiner Meinung nach sind die Zeiten von Massenlohnarbeit im 21. Jahrhundert endgültig vorbei. Das liegt daran, dass die billigste menschliche Arbeitskraft, und davon gibt es viele, nicht so billig wie die intelligente Technologie sein wird, die die Arbeit ersetzen kann.